Babys sind geborene Gesangs- und Sprachtalente. Sie erzeugen eine beachtliche Vielfalt, imitieren Umgebungsmelodien und folgen einem komplexen klanglichen Ordnungsprinzip. Professor Dr. Katlin Wermke hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geheimnisvolle Sprache der Babys zu dekodieren, um diese besser zu verstehen. Und was uns zum Beispiel die Sprache der Babys auch über die Urgeschichte der Menschheit verrät, erzählt uns Katlin Wermke in ihrem neuen Buch Babygesänge. Alle Babys auf der Welt beginnen ihren Weg zur Sprache mit einer Art Urgesang. Sie fangen an, melodische Übungen zu machen, bauen Melodieintervalle ein, Ziehtöne, Portamenti, phrasieren durch rhythmische Variationen und damit beginnen sie bereits unmittelbar nach der Geburt. Das heißt, alle Babys auf der Welt beginnen mit demselben Urgesang. Ganz egal, welche der fast 7000 auf der Welt heute noch gesprochenen Sprachen sie erwerben. Eine Universalität, die uns verbindet. Und noch spannender ist, dass vielleicht die Vorfahren der heutigen Babys in ähnlicher Weise sich mit einem Singsang verständigt haben, bevor sie tatsächlich erste Wörter und kleine Sätze produziert haben. Das heißt, die Babys zeigen uns auch möglicherweise, wie der Mensch überhaupt zur gesprochenen Sprache gekommen ist. Andere Naturgesänger singen natürlich auch, wie zum Beispiel Vögel, Wale, auch Fledermäuse. Und auch unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, haben ein paar melodische Laute. Aber es sind nur die menschlichen Babys, die daraus tatsächlich Sprache machen am Ende. Und es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass das nicht nur alle Babys auf der Welt verbindet, sondern dass es uns vielleicht reinschauen lässt, ein bisschen in unsere frühe Vergangenheit vor mehr als 2 Millionen Jahren. Tonbeispiel 17, Babyrap. Mama.